irgendein aufgenommenes Gameplay von vor 6 Monaten. Oder warte mal, ich habe doch sogar etwas Aktuelleres. Und eine abstrakte PNG-Darstellung meiner Fresse. Das sollte passen. Hey, lange nicht mehr gesehen. Also an die paar Leute, die damals meine Laber-Videos gesehen haben. Naja, alle anderen sollten mal auf meiner Kanalseite nach den ältesten Videos sortieren. Naja, kommen wir zum Punkt. Ich wein nulls nicht. Super Rechtschreib-Skills im Skript. Ich weiß nicht, wie es mit diesem Kanal weitergehen soll. Meine besten Videos sind zwar die Meme-Videos, aber versuch du dir mal am laufenden Band gute Memes oder Edits zu überlegen. Kannst du? Na gut, von mir aus. Ich jedenfalls nicht. Und selbst dann passiert es immer wieder, dass ich halb angefangene Videos einfach wieder verwerfe. Ich hatte heute den ganzen Tag über... Warte, das mit dem heute stimmt jetzt auch nicht mehr. Ich hatte gestern den ganzen Tag über die Idee, anderen deutschen YouTubern eine E-Mail zu senden, in denen ich sie frage, wie sie damals ihre ersten 100 Abonnenten bekommen haben, um aus dieser ganzen Geschichte selbst ein Video machen zu können. Aus irgendeinem Grund konnte ich mir dabei als Beispiel nur Lenny Fickert und Vic vorstellen. Und als ich mich daran setzen wollte, die E-Mails zu schreiben, kam ich mir bei der Idee so dämlich vor, dass ich einfach alles über den Haufen geworfen habe. Schon wieder! Ich habe auch schon seit einigen Wochen einen 21 GB schweren Ordner voller Videos davon, wie ich das Gehäuse und den oberen Bildschirm meines alten 3DS XL austausche, woraus ich auch ein Video machen wollte. Ich habe sogar mal ein Video über verworfene Videos gemacht. Wie auch immer. Wenn irgendjemand dieses Video sieht, dann schreibt doch bitte irgendeinen Videovorschlag als Kommentar. Vielleicht motiviert mich das mal zu mehr als 2 Videos alle paar Wochen. Und wehe, du schreibst irgendeine Scheiße, dann mache ich ein Video darüber, wie ich mich über beschissene Kommentare aufrege. Was ich dann sowieso wieder nach 2 Sekunden verwerfen werde.